Eine ideale Lage des Campings Anna Friso am Wasser bietet diverse Möglichkeiten der Erholung. Strandliebhaber und Sportangler können sich hier ausleben. Auch gibt es viele Fahrrad- und Wanderwege durch die seeländische Polderlandschaft. Oben auf dem Deich hat man eine weite Aussicht auf das Sturmflutwehr. Der Platz ist ausgelegt für Dauercamper. Aber man fängt an, einige Plätze zu schaffen für Wohnmobile. Man hat verstanden, dass man mit dem Wandel der Zeit gehen muss. Vor dem Wohnmobilstellplatz sind Betonplatten verlegt. Das Ganze lädt doch zum Verweilen ein. Unweit davon ist das Hauptziel dieser Reise, die Küstenschutzanlage der Deltawerke. Es ist ein Schutzsystem gegen Hochwasser und Sturmfluten in den Niederlanden mit Schwerpunkt in der Provinz Zeeland. Wenn man Zeeland besucht, kommt man sicher an einem oder mehreren vorbei. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953 wurde der Südwesten der Niederlande von einer Sturmflut heimgesucht. Große Teile Zeelands wurden überflutet. Auch in Südholland und Westbrabant trieb das Wasser die Menschen auf ihre Dachböden, Dächer oder Scheunen. Insgesamt kostete diese Katastrophe 1836 Menschen das Leben. Die Oosterschelde ist ein Teil dieser Deltawerke. Ursprünglich hatte man auch noch vor, die Oosterschelde einzudämmen. Das Wasser hinter dem Damm würde dann langsam zu Süßwasser werden. Es entstand jedoch sehr schnell ein großer öffentlicher Widerstand gegen diesen Eingriff. Das einzigartige Salzwassermilieu in der Oosterschelde würde nämlich das Opfer der erhöhten Sicherheit werden. Nicht nur die Umgebung, vielmehr auch die Fischpopulation hätte unter dieser Eindämmung zu leiden. 1976 war die Regierung in Den Haag für einen alternativen Vorschlag bereit. Es lag ein Plan auf dem Tisch, bei dem der Oosterschelde-Damm mit einer Anzahl von Schleusen geplant war, die nur bei extremen Wasserständen geschlossen werden mussten. Das einzigartige Salzwassermilieu und die Fischpopulation konnten dadurch intakt bleiben. Es wurden 62 Öffnungen von jeweils 40 Metern Breite in das Sturmflutwehr eingebaut, um so viel Salzwasser wie möglich durchlassen zu können. Dabei sollten die Gezeiten so gut wie möglich aufrechterhalten werden. Letztendlich wurde das Oosterschelde Sturmflutwehr eines der größten Bauprojekte der Welt. Die Kosten des Sturmflutwehrs waren um einiges höher als ein vergleichsweise komplett abgedichteter Damm. 2,5 Milliarden Euro wurden zum Umsetzen hierfür benötigt. Am 4. Oktober 1986 wurde dieses einzigartige Bauwerk von 8 Kilometern Länge durch Königin Beatrix feierlich eröffnet. Auf der Oosterschelde ist die Autostraße und der Fahrradweg durch eine Betonwand strikt voneinander getrennt. Somit stört keiner den anderen. Auf dem Fahrradweg fahren nur die Instandhaltungsfahrzeuge des Bauwerkes. Mitten in der Oosterschelde wurde eine Schleuse gebaut. Diese Kammerschleusen haben ein einzigartiges System, mit dem Salz und Süßwasser voneinander getrennt werden kann. Man wollte so vermeiden, dass während des Passierens von Schiffen zu viel salziges Oosterschelde-Wasser in das Süßwasserlandesinnere kommen konnte, beziehungsweise andersrum. In und rund um die Oosterschelde kommen viele Pflanzen und Tierarten vor. Die Wassertemperatur, der Salzgehalt und das Nahrungsangebot sind so optimal, dass hier viele Vögel zu finden sind, Fische und Wasserpflanzen ebenso gut gedeihen. Es gibt etwa 66 Fischarten, die permanent in der Oosterschelde zu finden sind. Scholle, Seezunge, junge Plattfische und Flunder kommen in großen Mengen vor. Mit dem Fahrrad dauert die Überfahrt ca. 30 Minuten.
Dann ist der Strand auf der anderen Seite in Sicht. An einem Aussichtspunkt übersieht man das ganze Delta noch einmal. Die breiten Sandstrände sind ein Traum bei gutem Wetter. Hundebesitzer spazieren gerne entlang des Meeres, wo die Tiere frei herumtollen können. Andere haben es sich an einem windfreien Platz gemütlich gemacht. Hinter dem Weg in Richtung von Coude Kerke. Die Route geht vorbei an einem kleinen Yachthafen. Ganze Familien von Kanadagänsen haben sich hier niedergelassen. Sind die Küken der Gänse im jugendlichen Alter, werden diese in einer Art Kindergarten gehalten. Onkel und Tanten beteiligen sich dann bei der Aufzucht. Somit bilden sich sehr große Gruppen. Das Hinterland der Osterschelde ist ein vogelreiches Gebiet. Nur auf den Watteninseln findet man noch mehr Arten als hier. Vier Faktoren beeinflussen den Vogelstand. Fließendes Wasser mit einem hohen Salzgehalt, sauberes und unverschmutztes Wasser, eine ruhige ländliche Umgebung und ausreichend Nahrung. Das Nahrungsangebot ist unerschöpflich. Vögel können wählen zwischen Mies- und Herzmuscheln, Würmern, Garnelen, Fisch, Seegras und Meersalat. Durch die günstigen Umstände ist die Osterschlede auch ein beliebtes Ziel für Zugvögel. Im Frühjahr und Herbst fliegen große Gruppen an Enten und Gänsen ab und an. Weiter zum eigentlichen Ziel, das in der Hitze des Mittags flimmert. Der Plompe Torren ist ein spätgotischer 23 Meter hoher Turm, gelegen direkt auf dem Süddeich. Vor dem Turm ist eine Erklärungstafel angebracht. Der Turm gehörte ursprünglich zur Pfarrkirche des untergegangenen Dorfes Coude Kerke. Mit Coude Kerke verschwanden in der Zeit zwischen 1475 und 1650 noch weitere 13 Dörfer. Etwa 3500 Hektar Land ging durch immer neue Deichbrüche verloren. Das Dorf und die Pfarrkirche wurden 1583 aufgegeben und bis auf den Turm abgerissen. Da Baumaterial in dieser Zeit knapp war, wurden die Steine und brauchbare Bretter für Neubauten wiederverwendet. Der alte Kirchturm aber wurde zur Landmarke für die Schifffahrt aus und in Richtung Antwerpen bestimmt.